Willkommen bei Overwatch. Overwatch dient der CSGO-Community zur eigenen Überwachung, indem es qualifizierten und erfahrenen Mitgliedern der Community ermitteln ermöglicht wird. Wobei das finde ich schon mal richtig low, weil ich glaube ab MG1 mit 100 Wettkampf oder 150 Wettkampfsiegen kann man da ja schon mit Overwatchen. Oder ab dann bekommt man ja die Overwatch-Funktion zur Verfügung gestellt. Jetzt wenn man so darüber nachdenkt, dann im Nachhinein, wenn man schon ein bisschen mehr gesehen hat von CSGO, weiß man, okay, ein Boy mit 150 Wettkampfsiegen auf MG1, der rafft noch nichts vom Spiel. Das ist immer so witzig eigentlich. Aber das hast du halt auf High-Elo auch hin und wieder, dass du einfach deinen Gegner hast, dass du denkst, Digga, der kann nicht clean sein. Komm um die Ecke und drück den One League. Und deinen 4 Mates auch gleich. So, was haben wir da? Runde 8. Der Verdächtige hat ein 10-3. Was haben die Mates? 5-5, 5-3, 1-5. Okay, es steht 4-3. Kommt jetzt mit Autosniper. Und dann machen wir das. Schaut man sich die... das Ding sein, dass man die CTs besser sehen kann. Okay, ich meine, das ist ein Spot, da Free Fire hat man ja oft durch. CT wird auch immer abgesmoked, das ist was, was gleich ist. Aha, aha. Okay, da will ich dann schon mal sagen, der Boy wird voraussichtlich WH haben. Ach, ah, ja, ja, und dann da, mhm. Gut, der hat... ah, da versucht er hier noch durch die Smoke den zu holen. Also, wenn ich jetzt das mal so beurteilen würde, würde ich behaupten, der Boy hat mal Wallhack drinnen. Einen E-Mail nicht. Ich meine, gut, zwar ist die erste Runde. Mit Autosniper gespielt, da braucht man ja nicht allzu viel E-Mail. Einfach nur in seine Richtung zielen und drauf los. Aber ich spiele eigentlich auch irgendwie nur Autosniper. So ist eine Deagle-Eco und dann wieder eine Autoreihe und Ball. Ja, komm. Dann versucht er den da irgendwie noch durch die 2 Meter Mauerecke zu wallbangen oder wie? Er moved doch irgendwie. Low. Ja. Genau, also das Ding ist durch. Der Boy hat einmal auf jeden Fall WH. Das werde ich dem drücken. Aha, und ist noch den Aimer drin? Yo, Alter! Komm doch! Das muss ja irgend so ein Gold-Nova-Dude sein. Wenn nicht Gold 1, Gold 2, der was... nee. Aber er macht's ja auch noch so offensichtlich. Glaubt er... ich mein, es, entweder ist es wirklich so ein richtiger Load, der was halt gar nicht rafft, wie man da halt das am besten heilt oder so. Oder es ist irgendwie so eine Boosting-Lobby, ne? Die 4 oder wenn nicht die 4 Mates, was der halt bei ihrem Team hat, die zahlen ihm. Dass der die halt hochcarried für einen besseren Rank, ne? Er spielt es halt dann mit Cheats, kassiert sein Geld und kriegt dann wahrscheinlich einen Wackbann, ist ihm halt egal, er hat sein Geld bekommen.
Und die ganzen Wins, was seine Mates dank ihm bekommen haben, werden halt wieder. Ja, die kommen halt wieder weg, die bekommen alle wieder D-Ranks und haben halt unnötige Geld ausgegeben. Das ist halt richtig low, Alter. Aber man könnte ja auch rein theoretisch jetzt sagen, okay, ja, versucht nicht das Spiel serious zu spielen, der rennt halt einfach durch, ist mit Autosniper, droppt die Bombe in CT. Wenn er das auf Heilung macht, dann würde der auch so geflamed werden. Ob der jetzt cheaten würde oder nicht, ne? Ich hatte das einmal, dass ich bei mir im Team einen Cheater hatte, ne? Aber auch so richtig offensichtlich gespielt. Und der ist so geflamed worden von unserem Team. Und glaube nach der fünften Runde auch schon gekickt. Und das Game haben wir dann trotzdem noch gewonnen mit dem Bot. Jetzt hätte ich schon gedacht, er versucht jetzt den zweiten noch durch die Wall zu bangen. Oh man, schon lange nicht mehr so was Lustiges gesehen eigentlich. Ich finde das ziemlich unterhaltsam. Aber mich fuckt sowas immer ab. Auch wenn die jetzt ein Gegnerteam sind. Das ist nicht deswegen, weil ja, dann hast du jetzt so einen Typen, der dich permanent wegdrückt, sondern den reportet man halt, der kriegt einen VC-Ban fertig, aber das ist meist, was mich halt dann anzipft an diesem Shit ist, ja, darum spielst du eine halbe, dreiviertel Stunde Matchmaking für nichts, weil es wieder nicht anerkannt, die Runde. Also Wallhack und Ema wird für das wieder reportet von mir. Ich glaube, das ist auch das erste Mal, dass ich auf den Fern. Oh. Das erste Mal, dass ich auf Inferno und Overwatch sehe. Also, wenn ich einen Overwatch mache auf der Map Inferno, Mirage ist ganz hoch im Kurs. Was mich eigentlich wundert, Malwes hatte ich mir gedacht, D2 ist halt so die übelst vercheatete Map. Digga. Also, Zielhilfe zweifellos erkennbar, Sichthilfe zweifellos erkennbar, anderweitige externe Hilfe wäre halt in dem Fall halt Bunny Hop Script, was er in dem Fall jetzt nicht hatte. Oder wenn man zum Beispiel geflasht wird, dass er halt dann blind ist. Da habe ich halt jetzt nicht so das Ding. Und fürs Griefing drücke ich ihm halt auch nicht, ne? Aber fürs Sichthilfe und Zielhilfe, das reicht schon und der Boy ist weg. Wiedersehen. So, das war's dann mit dem Overwatch für heute. Ja. Einen Daumen nach oben, einen Kommentar würde ich mich freuen. Hilft noch viel weiter, wäre ein Support für mich. Und was war noch? Letztes Video gab es noch ein Giveaway, das könnte ich jetzt noch kurz erwähnen, ne? Ne, Neon Revolution, AK Neon Revolution ist momentan das aktuelle Giveaway, Monats Giveaway für Oktober. Das geht raus, das verlinke ich euch noch in der Videobeschreibung. Und ja, dann war's es dann. Das sage ich auch nochmal noch, ciao, bis zum nächsten Mal, euer Alex.